Um 9 Uhr wartet Joe bereits mit seinem Boot auf uns. Ein einfaches Boot mit einem kleinen Dach über den Passagiersitzen und einem kleinen Außenbordmotor. So richtig zum durch das Wasser tuckern. Wir besteigen das schöne blaue Fischerboot und los geht's. Das Boot wird uns für 4 Stunden zur Verfügung stehen und das Ganze kostet 15.000 Tschad. Andere bezahlen schon mal 20.000 Tschad. Joe fragt nach unseren Wünschen und so fahren wir einfach den Strand entlang bis hinunter in die Bucht mit dem stehenden Buddha. Hier sind wir also wieder zum zweiten Mal beim stehenden Buddha. Bei unserem ersten Besuch ist bei der Videokamera der Akku ausgegangen. Da kommt es natürlich gelegen, dass wir nochmal hierher kommen und neue Aufnahmen anfertigen können. Nach einer guten Weile geht es aber wieder zurück zum Boot. Joe dreht mit uns eine Runde durch das Fischerdorf. Als nächstes steuern wir auf eine kleine Insel zu, eine Art kleiner Sandbank. Viel gibt es auf dieser Insel ja nicht zu sehen, aber man hat einen schönen Rundumblick über Napoli Beach. Für Erheiterung sorgen die lustigen Krabben hier im Sand. Joes Partner schafft es, die Krabben aus ihren Höhlen auszugraben. Natürlich werden sie nachher wieder freigelassen. Aber für ein paar Aufnahmen müssen die Guten schon herhalten. Danach ist die Krabbe wieder frei und wir tuckeln weiter mit unserem Boot.
In der Nähe eines anderen Fischerbootes werfen wir Anker und können den Fang der Fischer bestaunen. Das ist ein Lobsterkäfig. Das war da drinnen. Hier in diesem Fangkorb befindet sich ein riesiger Lobster. Leider ist die Aufnahme nicht wirklich gelungen und man kann ihn kaum erkennen. Aber es ist wahr. Voller Stolz präsentieren die Fischer ihre anderen Fänge. Nachdem wir den Fang bestaunt haben, geht es wieder weiter mit der Bootsfahrt. Wir kehren zurück ins Aureum-Resort, erwerben bei unseren Obstverkäuferinnen ein paar Kokosnüsse und relaxen den Rest des Tages in unserer Villa. Nebenbei demonstrieren wir, dass das Besteigen einer Luftmatratze im Wasser gar nicht so einfach ist. Der Abend dämmert und der Sonnenuntergang kommt bald. Wie immer, nach dem Sonnenuntergang geht es dann weiter ins Golden Sea zum Abendessen. Ma Shui Sin ist immer besorgt, dass das Essen auch gut schmeckt und alles in Ordnung ist. Leis ältester Sohn kommt mit seinem Freund Bob, einen Albino, vorbei. Albinos sind in Burma nicht selten, sogar der berühmteste Popsänger Burmas ist ein Albino. Wir genießen noch die außergewöhnlich guten Speisen und dann geht es zur Nachtruhe.